Halleluja. Lass uns nochmal aufstehen zusammen und wir wollen beten. Halleluja. Danke, Jesus. Hier ist ein Ort der Begegnung Gottes. Hier ist ein Ort der Herrlichkeit, ein Ort der Freude, ein Ort der Heilung, ein Ort der übernatürlichen Berührung von dem übernatürlichen Vater. Vater, wir laden dich ein, dass du durch den Sohn Jesus Christus hier, durch die Kraft des Heiligen Geistes heute Heilung, Freisetzung und Erneuerung zustande bringst. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass nicht unser eigener Wille geschieht, sondern dass du heute wirkst, dass der Wille des Vaters geschieht in Jesu Namen. Wir geben dir die Ehre, wir lieben dich, Vater, und wir öffnen unser Herz heute für dein Wort in Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Bevor du dich hinsetzt, sag mal deinem Nachbar, heute wird's spannend. Ja, heute wird's spannend. Erst einmal herzlichen Glückwunsch an allen, die einen Sitzplatz auf einem Stuhl bekommen haben. Ihr seid die Glücklichen hier drin, ja? Ja, genau. Aber ein Applaus für alle Jugendlichen oder an alle Jugendlichen, die auf dem Boden sitzen, oder? Voll gut, voll gut. Genau, genau. Wenn ihr eine Rückenlehne braucht, fragt ihr hinter euch, ob ihr die Knie benutzen dürft. Ja? Wir sind ja eine Familie, genau. Dann natürlich herzlichen Glückwunsch an alle, die in den Übertragungsräumen oben sind. Können wir euch mal kurz hören? Könnt ihr mal jubeln von oben? Im Glauben empfangen wir es, ja, und wir segnen euch. Habt eine gute Zeit da oben. Und natürlich schön, dass du auch zu Hause eingeschaltet hast. Gut, dass du dabei bist. Wir erwarten heute, dass durch das Wort Gottes wie ein zweischneidiges Schwert heute Heilung geschieht. Wir wollen heute sprechen über den Umgang mit Enttäuschungen. Wer von euch hat schon mal Enttäuschungen erlebt in seinem Leben? Richtig cool, ja. PowerPoint wollen wir anmachen. Heute vor 10 Jahren, weiß ich, wer schon vor 10 Jahren in diesem Raum war, da hatten wir eine 40-Tage-Reich-Gottes-Serie. Wer von euch weiß das oder war da? Wunderbar. Wir haben alles abgesagt, alle Lobpreisproben, Gebetsabend, alles abgesagt, alle Hauskreise. Und haben uns hier 40 Tage lang getroffen. Das war richtig, richtig Erweckung hier im Raum. Richtig, richtig gut. Menschen wurden getauft, im Heiligen Geist geheilt. Richtig, richtig stark, was alles geschehen ist. Und Gott sagt mir, mach diese 40 Tage. Haben wir durchgezogen, war richtig gut. Und dann sagt er, schreib ein Buch dazu. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie man ein Buch schreibt. Und habe Stunden da reingesteckt in dieses Buch da. Also wirklich viele Stunden. Und schreibe dieses Buch. Und am Ende bringen wir es raus und keinen interessiert es. Und ich habe so professionell dann unter den Tisch fallen lassen und einfach nicht mehr erwähnt. Haufen Zeit reingesteckt und enttäuschendes Ergebnis. Keinen interessiert es. Keiner kauft es, keiner will es haben. Und ich habe einfach gesagt, okay, alles klar, ich erwähne es einfach nicht. Es gibt es einfach nicht. Weg. Dann kam Corona. Wir haben mit Maria Prehn, ich glaube, du bist auch dabei, Maria. Ja, herzlichen Glückwunsch hier. Wir haben diese Videos gemacht zusammen. Und dann ging dieses Buch durch die Decke, 40 Tage Reich Gottes, bis heute noch. Leute in verschiedenen Nationen haben das genommen und haben das gelesen und wurden verändert dadurch. Und dann sagt sie, Daniel, du warst vor deiner Zeit. Wisst ihr, es kann sein, dass manchmal Enttäuschungen sind, nicht weil du was falsch machst, sondern weil der Zeitpunkt noch nicht gekommen ist. Du musst auch verstehen, dass es bestimmte Zeitpunkte gibt. Und glücklich sind die, die das als erstes gesät haben. Und ich möchte dich ermutigen darin, egal welche Enttäuschungen sind, es kommt die Zeit, wo Gottes Wort sich erfüllt. Halleluja. Vielleicht bist du in deinem Leben enttäuscht worden von Ehe. Dein Mann ist weggerannt, deine Frau ist weggerannt, fremdgegangen, was auch immer. Und du hast gesagt, ich habe abgeschlossen mit dieser Geschichte, nie wieder. Vielleicht hast du abgeschlossen mit Gemeindemitgliedschaft, weil du Leidenschaftsmissbrauch erlebt hast. Und dein Pastor ist irgendwie blöd mit dir umgegangen. Und du hast gesagt, nee, nie wieder. So einen Quatsch mache ich nicht mehr. Vielleicht hast du einfach zugemacht in diesem Punkt. Vielleicht hast du erlebt, dass Mobbing in deinem Geschäft war oder in deiner Umgebung und im Geschäft. Und du hast richtig erlebt, hey, das Menschen sind verletzend und ich mache einfach zu. Ich lade dich ein, dass du heute für den Himmel wieder aufmachst. Amen. Gott ist ein Gott der Heilung. Lass uns in die zentrale Bibelstelle hineingehen, in Sprüche 13, Vers 12. Hingezogene Hoffnung
macht das Herz krank. Aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Können wir das zusammen aussprechen? Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Ich kenne beide Gruppen. Ich kenne Menschen, die wie ein Baum des Lebens florieren. Alles, was sie tut, alles, was sie tun, gelingt ihnen. Alles, was sie machen, ist ein Erfolg. Du kommst um sie herum und du denkst, wow, so will ich auch werden. Es sind Menschen, denen anscheinend alles gelingt. Die erzählen gar nicht über ihre Tiefphasen. Die haben wahrscheinlich mehr Enttäuschung erlebt wie du. Aber sie sind wieder aufgestanden. Und aus ihrem Leben kommt dieser Baum des Lebens heraus. Du schaust sie an und denkst, wow, was für Kinder, wow, was für Finanzen, wow, was für eine Gemeinde, wow, was für eine Gesundheit, wow, was für ein Aussehen. Nicht deswegen, weil alles einfach erfüllt wird und bei dir alles daneben geht, nein, sondern einmal mehr sind sie aufgestanden und gesagt, Gott, du bist größer wie meine Enttäuschung. Ein eingetroffener Wunsch. Wir gehen gleich hinein. Und dann kenne ich die zweite Gruppe, diese hingezogene Hoffnung. Vielleicht hat ein Vater immer gesagt, morgen gehen wir zum Europapark, morgen gehen wir, und du wartest schon seit ein paar Jahren, bis wir endlich morgen gehen. Und du sagst, hey, ich glaube den Verheißungen nicht mehr. Und du hast ein Problem, die Verheißungen des Vaters anzunehmen. Heute brechen wir diese Sache in Jesu Namen. Ich glaube, das ist ein Rema-Wort für manche. Mach mal kurz eure Augen zu. Wen es betrifft, heb mal kurz deine Hand. Du wurdest enttäuscht von deinem Vater und du willst heute die himmlischen Verheißungen aber annehmen. Heb mal kurz deine Hand. Okay, einige im Raum. Leg mal diese Hand auf dein Herz. Wir danken dir, Vater, dass jetzt diese enttäuschten Erwartungen von dem irdischen Vater heute beerdigt werden. Hier in diesem Raum, online, im Übertragungsraum, egal wo. In Jesu Namen, wir sprechen aus, dass diese Wurzel jetzt gezogen wird, diese Enttäuschung jetzt gezogen wird. Und wir beten, dass jetzt himmlische Heilung kommt in dieses Herz und dass wir wieder mit ungeteiltem Herzen wie ein Kind deine Verheißungen annehmen dürfen, Jesus, und dass wir das ergreifen, was du vorbereitet hast für uns. Wir wollen dir vertrauen, Vater, weil wenn du etwas sprichst, dann tust du es auch. Und ich danke dir, dass jetzt eine himmlische Operation geschieht, hier im Raum, in Jesu Namen. Sei frei in Jesu Namen. Jetzt ist etwas geschehen in diesem Moment. Du hast die Hand gehoben, du hast die Hände aufgelegt, du hast gebetet und in diesem Moment ist es geschehen. Hingezogene Hoffnung. Ich kenne Menschen, die denken immer noch an ihre Jugendliebe von 1970. Für dich vielleicht lustig, für die aber dramatisch. Immer noch nicht abgelegt und denken immer noch daran, warum habe ich den nicht geheiratet und warum ist das nicht geschehen und warum ist es immer noch, warum? Und sie sitzen in einer hingezogenen Hoffnung und denken sich, warum ist mein Herz krank? Na, weil es im Wort drin steht, schon seit Jahrtausenden von Jahren. Heute ist ein Tag, um die hingezogenen Hoffnungen zu beerdigen. Leg heute deine hingezogenen Hoffnungen ab. Wir alle erleben Dinge, die nicht toll sind. Aber wir dürfen doch nicht in diesem Zeug drinnen bleiben. Hingezogene Hoffnung macht dein Herz krank und hier steht drin krank. Krank ist krank. Krank, schwach, müde, betrübt, trauernd oder verletzt. Ist die Bedeutung dieses Wortes krank. Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Es bringt Herz-Kreislauf-Probleme. Es ist so. Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Wenn du den Arzt fragst, wie Herzprobleme kommen, dann erklären die dir irgendwas. Die Bibel sagt, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Das ist kein Spiel mit hingezogener Hoffnung. Das kann dein Leben verkürzen. Zerstören und Heilung blockieren und Krankheit bringen. Wenn du Herzverbesserung brauchst, wenn du eine Heilung brauchst am Herzen, brauchst du nicht nur, dass ich dir die Hände auflege oder irgendjemand dir die Hände auflegt, dass endlich mal Heilung geschieht, sondern heute ist ein Tag, wo du die hingezogene Hoffnung beerdigen sollst. So steht es drin. Und dann wundern sie sich, die denken immer noch an 1980 und an 1970, bevor ihr geboren wurdet, ja. Ja. Denken immer noch an diesen alten Zeiten und denken, warum ist mein Herz so problematisch? Bitte, bitte, heute beerdigen wir diese Sache. Aber wie ist der Unterschied? Wie kommt es zustande, dass eine Hoffnung plötzlich hingezogen krank macht oder dass die Hoffnung plötzlich erfüllt wird?
Denn ein erfüllter Wunsch ist ein Baum des Lebens. Es ist doch das Gleiche. Entweder geht es nach links oder nach rechts. Wie ist es möglich, dass etwas hingezogen krank wird oder dass etwas erfüllt zum Baum des Lebens wird? Gute Frage, oder? Wollen wir mal da hineingehen? Lass mal schauen, was Bill Johnson dazu sagt. Wie können wir gut umgehen mit Enttäuschung? Wie können wir zu diesem Baum des Lebens werden in unserem Leben? Bill Johnson sagt, wir müssen lernen, in Enttäuschungen zu leben, ohne Gott dafür die Schuld zu geben. Wir alle erleben irgendwelche Dinge, die halt nicht toll sind, wo Menschen uns enttäuschen, Pastoren uns enttäuschen, Gemeinde uns enttäuscht, deine Arbeitsstelle dich enttäuscht, deine Familie dich enttäuscht, Kinder dich enttäuschen, was auch immer. Und diejenigen, die mit dem Baum des Lebens leben oder in der Kraft des Heiligen Geistes leben, erleben manchmal noch mehr Enttäuschung als die, die auf dem Boden rumsitzen. Noch mehr. Aber Bill Johnson, ein Mann, der auch einen Haufen Enttäuschungen erlebt hat, hat gesagt, hey, egal wie die Enttäuschungen sind, ich werde niemals zulassen, dass ich Gott die Schuld gebe. Höre auf zu sagen, Gott, du bist schuld. Nein, die Schuld hat Jesus am Kreuz getragen. Schieb nicht etwas Gott in die Schuhe, was eigentlich der Teufel dir vor die Füße legt. Schieb nicht etwas Gott in die Schuhe, was eigentlich aus deinen eigenen Begierden herauskommt. Gott ist niemand schuld, denn er hat die Schuld am Kreuz besiegt. Er hat es schon vollbracht. Es gibt eine Gefahr, Gott zu einer Geisel einer bestimmten Antwort zu machen. Wenn unsere Hingabe an ihn eine bestimmte Antwort oder Wunsch gekoppelt ist. Zum Beispiel, wie oft höre ich das? Gott, wenn du mir diesen Wunsch erfüllst, dann werde ich in die Mission gehen. Gott, wenn du mir dieses Auto gibst, dann werde ich mit dem Auto sogar Menschen in die Gemeinde bringen. Gott, wenn ich im Lotto gewinne, werde ich dir sogar meinen Zehnten davon geben. Gott, wenn du endlich mal das mich heilst, dann werde ich anfangen, meinen Dienst zu tun. Gott, wenn, Gott, wenn, Gott, wenn. Gott hat es schon getan am Kreuz von Golgatha. Hör auf, ihn als eine Geisel zu benutzen mit diesen Wenn-Dann-Geschichten. Du wirst hundertprozentig in unerfüllte Hoffnungen reinrutschen. Mach das nicht. Es ist vollbracht am Kreuz von Golgatha. Es geht nicht darum, dass Gott deine Wünsche erfüllt. Er hat schon alles getan. Es geht darum, dass wir zu Gottes Ehre leben. Denn er hat es vollbracht, er hat es getan. Und ich lade dich ein, ändere deinen Blickwinkel da drin. Warte nicht, bis die Umstände sich ändern, sondern beginne heute alles für Gott zu geben. Ja, alles, ja. Ich möchte eine Ermutigung geben. Wir dürfen sicher sein, dass Gott gut ist. Amen. Gott ist gut. Amen. Auch wenn deine Ehe in die Brüche geht, ist Gott gut. Amen. Auch wenn dein Pastor dich aus der Gemeinde schmeißt, ist Gott gut. Amen. Auch wenn der Arzt sagt, in 3 Monaten ist Ende mit deinem Leben, ist Gott gut. Endlich home, jawohl, nach Hause. Genau, ja. Und wenn er sagt, bei dir geht alles back, und wenn du auf den Kontostand schaust und du hast alles nur Minus, dann ist trotzdem Gott gut. Amen. Hör auf, immer zu sagen, Gott, du bist schuld, Gott ist gut, Ende. Wir lassen nicht zu, dass irgendwas anderes reinkommt, Gott ist gut. Und ich möchte dich ermutigen, dass sein Wesen bleibt unberührt, egal ob deine Erwartungen erfüllt werden oder nicht. Du bist doch nicht das Zentrum der Erde. Jesus ist das Zentrum der Erde. Und er hat sich selber für dich hingegeben. Also deine Wünsche wurden nicht nur erfüllt, sie wurden bei weitem übertroffen. Und jetzt kommt da so eine kleine Sache und dann denkst du, an dieser kleinen Sache, da halte ich mich jetzt fest. An dieser kleinen Sache. Aber Gott hat übertreffend alles erfüllt. Er hat sein Blut für dich vergossen. Er hat dir ewiges Leben gegeben. Alles. Und ich möchte dich ermutigen, dass du deine Erwartungen einfach ablegst, indem du verstehst, was Gott alles Großes getan hat in deinem Leben. Erlaube dir gar nicht anders zu denken, als dass Gott gut ist. Und glaube nichts, wo etwas anderes da behauptet wird. Ganz speziell auf YouTube, Social Media und irgendwelchen Leuten, die dir versuchen, online irgendwas zu sagen. Glaub auch nicht mir, glaub dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist entscheidend, ja. Und wenn irgendjemand dir irgendwas anderes sagt, klick ihn wieder weg. Mach die Bibel auf und lese das Wort Gottes. Das ist entscheidend und ich möchte dich ermutigen, dass du festhältst. Bill Johnson sagt, wenn du Frieden willst, wer von euch will Frieden?
Gott. Wenn du Frieden willst, der das menschliche Verständnis übersteigt, musst du dein Bedürfnis aufgeben, alles zu verstehen. Wie viele Leute versuchen, besonders wir Deutsche, wie viele Leute wollen immer versuchen und wollen immer alles verstehen. Und wenn ich nicht verstehe, dann erlaube ich auch Gott nicht zu wirken. Hey, wie stolz ist das denn? Du musst nicht alles verstehen. Wenn du, also der Bibelvers heißt ja, er gebe dir den Frieden, der allen Verstand übersteigt. So heißt es doch drin, oder? Also dein, dieser Friede übersteigt deinen Verstand. Auf Deutsch, das kannst du nicht kapieren. Oder? Größer wie der Verstand. Zum Glück ist Gott größer wie unser Verstand. Wie klein sind wir und Dr. Professor irgendwas ist vielleicht ein Millimeter über uns, aber Gott ist Milliarden Jahre weiter. Gott ist, da gibt einen Frieden über unseren Verstand, über allen. Und ich möchte dich ermutigen, hör auf, dass du immer alles verstehen musst. Wie viele Gespräche habe ich stundenlang mit irgendwelchen Leuten, die versuchen, mir irgendwas Fragen zu stellen und ich beantworte dir natürlich fröhlich. Ist auch alles okay, aber manche Leute, die hängen wirklich an irgendeiner Sache, beißen sich da fest und denken, wenn ich das nicht verstehe, dann kann Gott nicht gut sein. Beerdige diese Sache und wisse eins, Gott ist gut, ob du es verstehst oder nicht. Ende. Und wenn du in dieser Atmosphäre bleibst, kommst du auf eine Ebene der Abhängigkeit von Gott und Gott gibt dir die Antworten, die weit über dem Verständnis von dieser Erde geht. Und diese Weisheit heißt ja himmlische Weisheit. Wenn du Weisheit vom Himmel bekommst, hast du plötzlich Antworten, die du mit deinem Verstand gar nicht ergreifen konntest. Möchte ich ermutigen da drin. Bleibe demütig vor Gott und dann gibt er dir die Antworten. Vertrauen heißt nicht, alle Antworten zu haben, sondern darauf zu bauen, dass Gott einen Plan hat, der jenseits unserer jetzigen Sichtweise liegt. Und dann kommt Psalm 37, 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg. Und vertraue auf ihn, so wird er handeln. So wird er handeln, ja, auch in deinem Leben. Befiehl dem Herrn deinen Weg, deinen Plan, deine Erwartungen. Kennt ihr den Robert Henderson? Der hat dieses Buch geschrieben, Die Gerichtsseele Gottes. Wer von euch hat es schon mal gesehen oder gelesen oder irgendwas? Gerichtsseele? Okay, ganz wenige. Also es ist ein Bestseller, nur zur Information. Ging richtig durch die Decke da, diese Gerichtsseele. Da wurde es in Deutsch übersetzt und so. Und er hat angefangen, ähnlich wie das 40-Tage-Reich Gottesbuch, hat er angefangen damit und es ging einfach daneben. Und dann kommt seine Tochter und hier haben wir ein Zitat von ihm. Man hat das Gefühl, dass es zu sehr wehtut, sich Hoffnungen zu machen und sie dann wieder zunichte zu machen. Deshalb werde ich sie einfach nicht mehr hochbekommen. Da war ich also. Meine Tochter sagte, Papa, ich weiß, das ist Gott. Ich weiß, dass er das vorhat. Wir müssen etwas dagegen tun. Dann sagte sie, ich habe immer gewusst, dass du die Welt verändern würdest. Und es war wie ein Dolch in mein Herz, weil mir plötzlich klar wurde, dass meine Tochter Hoffnungen und Träume für mich hatte, die ich aufgegeben hatte. Ich sagte, Gott, du musst mein Herz von Enttäuschungen heilen. Es hat er getan und in diesem Moment ist er abgegangen. Ich glaube, dass Gott heute deine Enttäuschung heilen wird. Wie viele Visionen Gottes sind versteckt in der Ablagebox, weil du durch Enttäuschung das einfach beerdigt hast. Heute ist ein Tag, wo du das wieder rausholst aus der Box und wieder lebendig machst. Amen. Da möchte ich ermutigen daran. Lass dir das Leben nicht rauben durch unerfüllte Dinge. Unerfüllte Wünsche dürfen nicht dazu führen, dass wir uns von Gottes Liebe oder Plan zurückziehen. Bleibe im Gebet, suche Gottes Nähe, bitte ihm um Heilung und eine Erneuerung deiner Vision. Hoffnung bewahren und stärken. Lass dir von anderen Glaubensgeschwistern Mut machen und unterstütze auch andere, die mit Enttäuschungen kämpfen. Hier kommt ein Prinzip zustande, der Saat und Ernte. Stell dir mal vor, du bist selber enttäuscht. Und jetzt hilfst du jemand, der enttäuscht ist. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Ja, mir geht's genauso. Das Leben ist so schwer. Und dann kommt eine Parteiung zustande.
Und dann gibt es einen Sumpf der Depression, der Hoffnungslosigkeit und der Zerstörung. Und dann ist man drin. Oder du fängst an, ich habe auch keine Antwort, aber Gott ist gut. Und die Pförtnerhölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Und ich möchte dich ermutigen, komm, wir gehen jetzt zusammen raus. Wir gehen jetzt zusammen ins Gebet. Wir halten jetzt fest an seinem Wort. Und du ermutigst diese Person, wieder aufzustehen. Die Person kriegt neue Hoffnung, neue Kraft. Und in diesem Moment geschieht etwas. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wenn du den anderen Hoffnung gibst und Ermutigung gibst, wird der Himmel dir Hoffnung und Ermutigung geben. Und wenn der Himmel dir Ermutigung gibt, dann bist du ermutigt. Dann brauchst du keinen Pastor mehr, dann brauchst du keinen Therapeuten mehr, dann brauchst du keinen Seelsorger mehr, weil der Himmel dir dient. Saat und Ernte. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. So, wir sind immer noch bei der Frage, wie ist es möglich, dass eine Erwartung zu einer hingezogenen Hoffnung wird und krank macht? Und wie ist es möglich, dass deine Wunsch sozusagen erfüllt wird und zu einem Baum des Lebens wird? Diese Frage ist immer noch offen. Es gibt Menschen, jetzt wollen wir mal reingehen in dieses Thema, es gibt Menschen, die können alles bitten und alles wird erfüllt. Ein Amen im Raum, Halleluja. Das hört sich so an, wie wenn es nicht möglich wäre. Aber Jesus sagt es, Johannes 15, Vers 7, und wir wollen mal da hineingehen. Das ist ein Schritt des Glaubens. Es ist keine Methode der Therapie. Es ist ein Schritt des Glaubens. Lass mal hineingehen. Lass mal das zusammenlesen, ja? Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch geschehen. Jetzt glaubt ihr mir. Also ich sage den gleichen Satz noch einmal. Es gibt Menschen, die alles bitten können, was sie wollen. Und sie bekommen es. Jetzt mehr Amens hier drin, ja? Wunderbar. Also, hier steht drin, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Ist schon krass, oder? Es gibt Menschen, die können bitten, was sie wollen. Und hier steht drin, und es wird euch geschehen. Finde ich voll krass. Junger Christ war, hatte ich gedacht, jetzt muss ich mal ein bisschen. Hab dann ein Auto gekauft, Sportauspuff, Breitreifen, viele PS getönt, habe hinten Jesus drauf. Ja. Und bin Straßenrennen gefahren und so und habe einen Haufen Strafzettel bekommen, Haufen Punkte, Konto war voll. Tausende wöchentliche Briefe mit Strafzetteln kamen an. Und bevor ich dieses Auto gekauft habe, habe ich gefragt, mein Vater, soll ich das machen? Und er sagt, lieber nicht. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass er immer recht hat. Ich mache mal meinen eigenen Willen, fertig. So viel 1000 Euros habe ich da reingesteckt, in den Müll gesteckt. Also wirklich in den Müll. Hätte ich das doch genommen und für die Mission gegeben, wäre doch viel besser gewesen. Es gibt also bestimmte Wünsche, die erfüllt Jesus nicht. Selbstsüchtige Dinge. Und dann gibt es manche Dinge, die sind im Wort Gottes und plötzlich erfüllt Gott sie. Also selbstsüchtige nicht, göttliche ja. Und hier ist der Schlüssel drin. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Hier ist der Schlüssel. Wenn du in Christus bleibst. Wo war ich? Ich war nicht in Christus, ich war im Angeberei. Ich muss mal hier. Ja, da war ich überhaupt nicht in Christus. Wenn ihr aber in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Hier ist der Schlüssel. Wenn du hingezogene Hoffnungen, die dich krank machen, beerdigen willst und wenn du hinkommen willst zu einem erfüllten Wunsch, zu einem Baum des Lebens, müssen deine eigenen Wünsche sterben. Nur dann geht. Aber wie geht das? Du kannst ja nicht einfach entscheiden, sie sind tot. Geht ja nicht.
Die eigenen Wünsche, ich mache mal ein Beispiel mit meinem Autogedanke, ja, werden beerdigt, wenn wir in Christus sind und seine Worte in uns sind. Also, wenn wir in seinem Wort sind, in Christus, wird einer meiner nächsten Botschaften sein, in Christus, und seine Worte in uns sind, geschieht etwas in deinem Herzen, dass plötzlich alles Eigensüchtige abfällt. Und plötzlich ist in deinem Herzen nur noch, Menschen müssen gerettet werden. Menschen müssen frei werden. Menschen müssen in die Mündigkeit kommen. Menschen müssen zu Jüngern Jesu gemacht werden. Dein ganzes Herz ist nur noch Reich Gottes. Weil alles in dir und um dich herum nur noch Gott spricht. Und jetzt kommst du, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, kommst du zu Jesus, wirst du bitten, was du willst. Und hier steht drin, mal zusammen, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Hier ist der Knackpunkt. Dein Wille entspricht in diesem Moment Gottes Wille. Deswegen kannst du bitten, was du willst. Ist doch voll cool, oder? Also es geht nicht darum, dass Gott deine selbstsüchtigen Wünsche erfüllt. Es geht darum, dass du in Christus bist, Christus in dir ist, seine Worte in dir, dass dein Leben sich verändert und dass dein Wille, dein Wunsch zu seinem Wunsch wird. Und glaub mir, wenn du in seinem Wunsch lebst, kannst du bitten, was du willst. Und Gott erfüllt alles. Hey, wie stark ist das denn? Solche Menschen erleben noch krassere Enttäuschungen von der Erde. Aber das juckt die gar nicht. Weil sie sind in Christus. Und in Christus, in seinem Wort, ist alles drin. Und da können sie bitten, was sie wollen. Und bekommen es einfach. Voll stark, oder? Nochmal zusammen alle. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch geschehen. Voll gut, oder? Habt ihr die Antwort jetzt? Wir wollen ein Beispiel machen. Da gibt es eine Frau, deren Tochter ist schlimm besessen. Sie hat echt ein Problem. Kennt ihr die Geschichte? Zu Hause, sie kommt zu Jesus und Jesus sagt, nee, ich bin nicht zuständig hier. Ich bin nur gekommen für das Volk Israel und so. Und dann sagt sie, hey Joch, die Hunde, die essen auch von den Krümeln, die vom Tisch fallen und so. Kennt ihr die Geschichte? Ja, so. Und dann schaut Jesus sie an und wir lesen mal, was er dann sagt. Matthäus 15, 28. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Achtung, dir geschehe, wie du willst. Voll krass. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Was jetzt hier geschieht, ist nicht nur die Erfüllung von irgendwelchen Wünschen. Die besessene Tochter war in diesem Moment zu Hause frei, als die Frau Glauben hatte in Jesus Christus. Ist es möglich, dass du heute eine Dämonenaustreibung zu Hause erlebst, während du im Gottesdienst bist? Wenn du in Christus bist. Wenn du aber an den Braten denkst von heute Nachmittag und warum jetzt du keinen Sitzplatz hast und warum das hier alles so voll ist und wie der drüben angezogen ist und was der da macht, dann bist du nicht mehr in Christus. Da gibt es eine Frau, deren Probleme war so groß, dass sie zu Christus hin musste. Und manchmal lässt Gott solche Sachen zu, dass die Probleme so groß sind, dass du endlich mal deine eigenen Dinge beerdigst und endlich mal nur auf ihn fokussiert bist. Und diese Frau kommt hier zu Jesus und sie diskutieren und Jesus selber sagt, wow, Frau, dein Glaube ist groß. Und dann sagt er hier alle zusammen, dir geschehe, wie du willst. Normalerweise hat er immer gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Oder dir geschehe nach deinem Glauben. Oder dein Glaube hat dich gerettet. Hier war der Wunsch der Frau mit Gottes Wunsch eins. Deswegen konnte er sagen, dir geschehe, wie du willst. Wenn wir in unseren Wünschen, in unseren Erwartungen alles erfüllt bekommen, geht es nur dann, wenn unser eigenes Bedürfnis Gottes Wort entspricht. Da möchte ich ermutigen. Diese Frau war auf diesem Punkt. Und was war ihr Schlüssel? Glaube. Großer Glaube bedeutet, dass du auf eine Ebene kommst, dass dein Glaube, dein Wunsch nur noch Gottes Wort entspricht. Und dann kannst du bitten, was du willst. Und es wird geschehen. Wow. Möchte ich ermutigen da drin. Ja, und jetzt wollen wir mal reinschauen. Es gibt eine Checkliste, die will ich euch geben hier. Wie ist es möglich, praktische Tipps über den Umgang mit enttäuschten Momenten. Also wie kannst du
Wie kannst du gut umgehen mit Enttäuschung? Das Wort heißt ja Umgang mit Enttäuschung. Punkt Nummer 1, bleibe in der Nähe Gottes, auch wenn du die Antwort nicht kennst. Einfach in Gottes Nähe bleiben. Renn nicht weg, sondern renn zu ihm hin. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Und das steht in Sprüche 3, Vers 5 und 6. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Vor allem an die Deutschen. Nicht auf deinen Verstand. Ja? Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Punkt Nummer 2, erinnere dich an all das Gute, das Gott in deinem Leben bereits getan hat. Wo steht das? Das haben wir heute gesungen. Alles, was Atem hat, lobe den Herrn. Ja, haben wir heute gesungen zusammen. Psalm 103, Vers 1 bis 2 ist von David. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der deine Sünden erlöst oder vergibt, der deine Krankheit heilt, der dein Leben erlöst von der Grube, der dich sättigt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Alter oder dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Also, wenn du enttäuscht wurdest, weil dein Pastor nicht gemacht hat, was du wolltest, dein Ehepartner nicht gemacht hat, was du wolltest, deine Kinder nicht gemacht haben, was du wolltest, weil du ein Versprechen bekommen hast, was wieder nicht erfüllt wurde und deine Wünsche wurden nicht erfüllt oder du wurdest einfach enttäuscht. Was machst du? Punkt Nummer 1, du bleibst in der Nähe Gottes. Ja? Punkt Nummer 2, du erinnerst dich an all das Gute. Das bedeutet, was machst du? Du gehst in dein Kämmerlein, total verletzt, total kurz vorm Weinen. Du sagst, Seele, was ist los bei dir? Und deine Seele erklärt dir, was los ist. Ja, der hat dich verletzt und der hat das falsch gemacht und der hat das falsch gemacht. Und dann machst du dich eins mit einem Geist der Trübsal. Und die basieren auf Tatsachen. Die Wahrheit ist eine andere. Seele, was ist da los bei dir? Dann will ich dir wieder erklären, was los ist. Und dann machst du das, was David macht. Seele, hör mir mal zu. Lobe den Herrn, meine Seele. Was will sie machen? Sie will Trübsal blasen. Nein, nichts loben. Du wurdest verletzt. Ja? Es gibt die Zeit auch zu heulen, alles gut. Aber es muss irgendwann mal eine Zeit kommen, wo deine Seele Gott loben muss. Sag du deiner Seele, wie sie reagieren muss. Seele, was bist du so unruhig in mir? Lobe den Herrn, meine Seele. Fang an zu sprechen. Du regierst doch. Fang an zu sprechen, lobe den Herrn, meine Seele. Und dann bist du enttäuscht und verletzt und am Ende, du sagst, Seele, jetzt loben wir den Herrn. Los geht's. Lobe den Herrn, meine Seele. Und du sagst, Gott, danke, dass du mich rausgerissen hast aus dem Reich der Finsternis. Danke, dass du mich versetzt hast in dein Reich. Danke für die beste Gemeinde der Welt. Danke für den besten Ehepartner der Welt. Und alle sagen, nein, ich wurde gerade verletzt. Danke für die besten Arbeitgeber der Welt, obwohl du gerade gekündigt wurdest. Danke, dass du das alles in deinen Händen hältst und du erinnerst dich an die Sachen, die Gott dir schon gegeben hat. Wisst ihr, das größte Geschenk, was wir haben, zu 99% Erfüllung deines vollständigen Lebens ist, du hast ein ewiges Leben in Christus Jesus. Mann, wie stark ist das denn? Was ist diese 1%, wenn irgendjemand dich da verletzt? Hör doch nicht, lass dir doch nicht die 99% rauben, weil irgendjemand da irgendwas rummacht. Bringt doch nichts. Deswegen fang an, natürlich darfst du trauern und weinen, ist alles gut, aber irgendwann mal ist die Zeit zu Ende. Und dann steh auf und sag, lobe den Herrn, meine Seele. Fang an, zu deiner eigenen Seele zu sprechen. Hey, was bist du so unruhig in mir? Lobe den Herrn, meine Seele. Und fang an zu danken, sag, danke Jesus, dass du mich befreit hast, gerettet hast. So wichtig, ja. Wenn du diesen Schritt nicht gehst, dann rutschst du immer wieder weg und sitzt in diesem Bereich der hinausgezogenen Hoffnung. Wenn du aber zu den erfüllten Wünschen kommen willst, musst du deiner Seele sagen, was sie zu tun hat. In Christus sein, ja. Also, erinnere dich an das Gute und sag deiner Seele, was sie tun soll. Lobe den Herrn, meine Seele. Dann, sei du ein Baum, Punkt Nummer 3, für andere. Werde zu einem Ermutiger für andere und nicht enttäusche ständig andere Leute. Also sei selber ein Baum des Lebens, ja. Also, dahinter steckt dieses Prinzip der Saat und Ernte, habe ich ja gesagt. Wenn du andere ermutigst, ermutigt Gott dich. Boah, und dann bist du ermutigt. Wenn du andere stärkst, stärkt Gott dich.
Und dieser Baum, und dann wirst du selber zu einem Baum des Lebens. Psalm 1, wir haben es mal gemacht hier mit deinen Füßen und mit den Händen, gell, weißt du noch? Psalm 1, Vers 3. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles zusammen, alles, was er tut, gelingt. Schon im alten Bund gab es sowas. Nicht erst im Neuen, dass ihr tun könnt oder mit bitten könnt, was ihr wollt und es wird zu euch sein oder wird euch zuteil werden. Schon im alten Bund, alles, was er tut, gelingt. Es gibt Menschen, die alles, was sie tun, gelingt. Es sind Menschen, deren Füße, deren Grundlage, deren Fundament ist im Wort. Gepflanzt an Wasserbächen. Nicht gepflanzt an den Verletzungen vom letzten Jahr. Nicht gepflanzt an den Erwartungen der Enttäuschung von 1900 irgendwas. Kommt mal eine Frau zu mir zum Gebet und sagt, Daniel, 1980 hat mein Mann das und das zu mir gesagt. Yeah. Die erinnern sich noch ganz genau an den Ton, an den Inhalt und an das Gesicht, während sie das gesagt haben. 3 Minuten später vergessen sie aber das Wort Gottes. Beerdige mal deine Verletzungen und erinnere dich an das Wort Gottes. Ja, weißt du noch die Predigt von 1980, wo jemand hier gepredigt hat? Nimm Gottes Wort und vergib den Leuten, das ist der Schlüssel, ganz einfach, ja? Und werde zu einem Baum des Lebens, wenn du zu der Person werden willst, wo alles, was sie tut, wird dir gelingen. Bist du jemand, der selber andere ermutigt und da möchte ich ermutigen, dass du deine Wurzel im Wort Gottes reinsteckst. Punkt Nummer 4, vertraue Gottes Plan für dein Leben. Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. So ist es, ja? Wo steht es in Jeremia 29, Vers 11? Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Punkt Nummer 5, lerne in der Spannung zwischen Stellung und Zustand zu leben. Jetzt ist ein Moment, dass ihr ein Foto machen könnt, weil danach kommen die anderen vier Punkte. Also wenn du praktische Tipps haben willst, wie du umgehen kannst mit deiner Enttäuschung, ist jetzt ein Moment. Also ich erkläre den letzten Punkt, das ist einer der wichtigsten in meinem Leben. Ein Schlüssel meines Lebens ist Punkt Nummer 5. Ich erkläre ihn dir jetzt. Ist es für die Erwachsenen in Christus. Ja, manche lachen schon, okay. Alles gut. Also, lerne in der Spannung zwischen Stellung und Zustand zu leben. In dem Zustand war ich krank, unheilbar krank. Zustand sagt, in 3 Monaten oder in 2 Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen. Das war mein Zustand. Die Stellung ist, durch seine Striemen ist mir Heilung geworden. Die Stellung ist im Wort bereits vollbracht. Der Zustand ist nur die Realität. Die Stellung ist das, was am Kreuz vollendet wurde. Der Zustand ist das, was die Umstände sagen. Ich habe auf das Wort geschaut und mein Zustand, also die Probleme meines Lebens, wurden immer mehr zur Stellung. Ich habe das Wort genommen und das Wort wurde Fleisch, genau, es kam rein. Ich habe dem Wort mehr geglaubt und mein ganzes Leben hat sich dahin geschoben zur Stellung Jesu, nämlich zum Wort Gottes. Und ich wurde frei. Ende. Gott hat mich geheilt. Das Ding nennt man dann Wunder. Also wenn dein Zustand zur Stellung wird, nennt man das Wunder. Genau, auch cool. Und dann bin ich geheilt worden, im Fernsehen gewesen und so weiter. Heute, 20 Jahre später, tue ich immer noch davon lehren, von dem, was Gott gemacht hat. Und ich lehre heute wieder darüber, Stellung und Zustand. Manche gucken mich an, wie wenn sie noch nie davon gehört haben. Also, der Inhalt, du kannst geheilt werden, locker. Jetzt bleiben wir aber mal in dem Bereich drin, der Enttäuschung. Versuche ich mal ein Beispiel zu machen, damit ihr es mal versteht. Ja? Also, nehmen wir mal diesen Notenständer hier. Also unten ist dein Zustand, ja. Deine Probleme und so. Und hier oben ist die Stellung. Ich gehe mal hier runter, damit ihr es mal seht. Ja? Also unten ist dein, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, unten ist der Zustand, alles Probleme. Und hier oben ist die Stellung, deine Stellung in Christus Jesus. Könnt ihr das sehen? Oder? Ja, gut. Also, es gibt die Ebene der Enttäuschung. Hier unten, die ganze Zeit.
und der hat mich verletzt und der hat was falsch gemacht und der hat meine Probleme und 1970 ist das geschehen und der hat mich verlassen. Ich weiß, wie viele Leute zu mir kommen und dauernd immer reden über, sie sind mal geschieden jetzt. Das Alte ist vergangen. Die infizieren sich immer noch mit dem Ding. Du bist doch nicht das, was du erlebt hast, du bist das, was das Wort sagt. Und leben in diesem Zustand die ganze Zeit hier und oh, das ist so schlimm und das ist so schlimm und das ist so schlimm, bitte helf mir. Ja, natürlich können wir so arbeiten. Und dann braucht man Seelsorge, dann braucht man Therapien und dann brauchst du tolle Tabletten und dann brauchst du immer den Pastor, der immer die Hände auflegt und so. Und dann versuchen wir irgendwie die Leute auf einen besseren Zustand zu bringen, indem dass wir hoffentlich irgendwie vom Himmel ein Ergebnis kriegen und irgendwie was verändern können da unten. Das ist doch nicht das Leben. Manche leben ihr Leben lang in diesem Kreislauf. Ich lade dich ein, verlass deinen Zustand, komm mal auf die Stellung. In Christus hast du alles vergeben. Vollständig. In der Stellung bist du bereits ein Kind Gottes. In der Stellung bist du nicht mehr die abgelehnte Geschiedene, sondern du bist eine Königstochter des Himmels. In der Stellung bist du nicht der, der rausgeworfen wurde aus der Gemeinde, sondern aufgenommen wurdest im Himmel der König aller Könige. In der Stellung Christi bist du nicht mehr der, wo krank und schlecht und daneben und abgelehnt ist, sondern in der Stellung Christi bist du angenommen, wunderbar gemacht und vollkommen gemacht durch sein Blut. Und ich möchte dich ermutigen da drin, wenn jetzt Menschen kommen, die irgendwie mit dir Probleme haben und dann dich rumpieksen und die deine Erwartungen enttäuschen und die dich verletzen, verlass einfach diese Ebene. Einfach auf die Stellung gehen. Und in der Stellung ist es für dich ziemlich lächerlich. Es ist so wichtig, ob ich euch jetzt sage hier, Topf ist blau oder grün oder rot. So wichtig ungefähr ist das, ja. Wenn Menschen dich verletzen und du stehst in der Stellung in Christus, juckt es dich überhaupt nicht mehr, wer da unten dich irgendwo verletzt. Wenn du das verstehst, ist die Zeit der Therapie zu Ende. Du brauchst doch kein Gebet mehr, denn du hast das Himmlische bekommen von oben. Das nennt man Mündigkeit. Wachstum in Christus. Ich lade dich ein. Verlass endlich mal diese Ebene mit ich, mich, meiner, mir. Hier bitte mach mal meins, 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 meins. Du bist nicht das Zentrum der Erde. Christus ist das Zentrum der Erde. Und wir gehen zu ihm, ja. Ich möchte dich ermutigen, dass du auf diese neue Ebene kommst. Der Stellung in Christus Jesus. Nicht mehr in dem Zustand, oh, ich bin verletzt und ich mache alles. Leute haben mich da verletzt und so weiter. Sondern komm mal in diese Stellung hinein. Und das ist eine Spannung. Das bedeutet, du wirst trotzdem noch verletzt von Menschen. In deinem Zustand. Aber du lebst in deiner Stellung in Christus. Identität nennt man das auch. In der Identität, ja. Und du hast es ergriffen. Und das ist immer eine Spannung zwischen den Menschen, die dich auf dieser Ebene verletzen und zwischen dem, in dem du eigentlich lebst. Und diese Spannung nennt man Glaube. Du siehst Dinge, die du physisch noch nicht siehst. So wurde ich geheilt. So kannst du locker aus deinen Umständen locker überwinden. Ich möchte den Schlüssel hier geben. Das ist ein Schlüssel deines Lebens. Nimm das Wort, das ist wichtiger wie die Umstände deines Lebens. Ganz, 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 ganz wichtig, ja? Okay. Ergreife es, verstehe es und nimm es. Punkt Nummer 6. Ja, lass Gott dein Herz von Enttäuschungen heilen und lege Fehlentscheidungen in der Vergangenheit bei Gott eben ab. Ganz wichtiger Punkt. Bitte triff keine Entscheidung, wenn es dir schlecht geht. Triff bitte keine Entscheidung, während du gerade verletzt bist, während du gerade enttäuscht wurdest, was auch immer. Und wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann tu diese Fehlentscheidung heute ablegen. Triff Entscheidungen nur nach Frieden, nach Gebet, nach guten Ratgebern, vor allem Lebensentscheidungen, nach Frieden im Herzen, geführt vom Heiligen Geist, nicht getrieben von Angst und Enttäuschung und Verletzung. Wie oft höre ich das? Ich werde nie wieder einem Mann vertrauen. Ich werde nie wieder in eine Gemeinde gehen. Ich werde nie wieder, nie wieder, nie. Das ist doch nicht der Heilige Geist. Gott führt doch nicht aus Gemeinde heraus, er führt in Gemeinde hinein. Hallo? Und natürlich haben wir unvollkommene Menschen in Gemeinden. Aber wir dienen einem vollkommenen Gott.
Ja, das ist stark, ja. So, also, wo steht es drin? In Jesaja 43, Vers 18 und 19. Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. So ist es. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sproßt es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Paulus selber, er war ein Verfolger. Er hat Menschen getötet. Und er sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Höre heute auf, dich immer zu identifizieren als geschiedene, abgelehnte, krank, groß, klein, dick, dünn, was auch immer. Du bist neu in Christus Jesus. Neu in Christus Jesus. So wichtig, ja? Bitte, bitte, bitte. Verstehe, wer du bist in Christus. Und jetzt kommt Punkt Nummer 7, so wichtig. Vergib den Menschen, die dich enttäuscht haben. Alle zusammen? Vergib den Menschen. Matthäus 6, Vers 14 und 15 sagt Jesus. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung auch nicht vergeben. Schon krass, oder? Die Vergebung, die du vom Himmel bekommst, ist abhängig davon, wie du deinem Nächsten vergibst. Also wenn du die himmlische Vergebung blockierst, nur weil irgendjemand dich verletzt, das ist wirklich nicht weise. Ich würde eigentlich jetzt Kraftausdrücke benutzen, die ich hier nicht benutze. Der Himmel kommt mit seiner Vergebung. Und du lässt sie blockieren, weil du irgendjemand nicht vergibst. Bitte vergib jeder Person alle Zeit sofort. Amen. Jeder Person alle Zeit sofort. Amen. Für alles, was sie getan haben. Halleluja. Wie ist es möglich, wenn du auf deine Probleme guckst? Nein, nein, ich bin verletzt, geh doch gar nicht, dann schaffst du es überhaupt nie. Gehst du auf die Stellung, Gott, weil du mir alles vergeben hast, kann ich denen auch vergeben, Ende. Dann kannst du es, so einfach. Ja, es geht nur durch die Stellung, das ist aus Glauben. Die gleiche Frau, die gesagt hat, dir geschehe, was du willst, weil sie im Glauben genommen hat. Also es ist ein Prinzip des Glaubens, ob du zur unerfüllten Hoffnung krank wirst oder zu einem erfüllten Wunsch zum Baum des Lebens wirst. Ja? Das hängt davon ab, ob du im Glauben das eben durchziehst. Punkt Nummer 8, ergreife deine Vision wieder neu. Ein Schlüssel ist die Vision vor dir. Hebräer 12, Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Da gibt es Jesus. Wisst ihr, Jesus wurde auch enttäuscht, weißt du das? Sein enger Mitarbeiter hat ihn verkauft, Judas. Da hat er auch noch Selbstmord begangen. Aber der Petrus hat gesagt, ich verlasse dich nicht. Ich bin nicht so wie der Judas. Der Judas, aber ich, Petrus. Und Jesus wusste schon, dass er ihn auch enttäuschen wird. Und Petrus hört diese Worte von Jesus. Hey, bevor der Kran da, der Kran, der Hahn, genau, Krett, dreimal, wirst du mich verleugnen. Jesus wusste, nicht der Kran kräht, genau. Okay, alles gut. Jesus wusste schon, dass Petrus ihn enttäuschen wird. Und er war schon vorher gefasst. Achtung, ich sage dir jetzt ein wichtiges Wort. Du wirst wahrscheinlich wieder enttäuscht werden in deinem Leben. Bitte sei nicht überrascht. Ohoho, was ist denn eingefallen? Dieses Ohoho, da machst du wieder auf. Jesus wusste das schon. Ich habe es dir gerade eben gesagt. Hast du es gehört? Okay, gut. Also ich habe es dir gerade gesagt, dass du wahrscheinlich enttäuscht wirst. So wie bei Jesus auch. Es war so. Deswegen mach nicht rum an den Enttäuschungen. Mach da nicht rum. Sondern wenn Menschen dich enttäuschen, steh wieder auf. Jesus selber wurde verlassen, enttäuscht, verkauft und war da, wo er die, da wo, also er hat ja alles gegeben für diese Erde. Da, wo die Menschen am meisten brauchte, war keiner mehr da. Was war sein Schlüssel? Dass er nicht aufgibt und sagt, ich schmeiß mein Handtuch bis hierher und nicht weiter.
Was war sein Schlüssel? Um der vor ihm liegenden Freude willen hat er die Schande nicht achtet. Er ging ans Kreuz. Er hat sich schlagen lassen, auspeitschen lassen, hängen lassen, annageln lassen für dich. Weil er eine Freude hatte. 2024 im Pforzheim werden Menschen zum Glauben kommen, werden Menschen gerettet werden, werden Menschen verändert werden. Ich muss sie retten. Da gibt es eine Freude, die ist weit größer wie die Probleme meines Lebens. Und wenn du, das ist ein Schlüssel, wenn du eine Vision hast und eine Freude, die größer ist wie die Enttäuschungen deines Lebens, dann jucken dich die Leute nicht, selbst wenn es die engsten Leute um dich herum sind, ob sie dich enttäuschen oder nicht. Du hast eine Freude, die ist weit größer. Weit größer. Wenn du die Vision verlässt, dann kannst du ja nur noch auf deinem Zustand hier ja, gucken. Oh nein, wie verletzen die mich und wie verletzen die mich und wie verletzen die mich und so weiter. Hör auf mit dieser Ebene. Geh auf die Ebene des Glaubens. Und wenn du auf der Ebene des Glaubens bist, bedeutet, deine Vision hast in Christus Jesus und genau weißt, in Jesus habe ich schon alles erfüllt. Und du hältst diese Vision fest. Kannst du locker über diese Probleme hindurchgehen. Locker. Bitte schmeiß deine Vision weg. Letzter Punkt und dann hören wir ein starkes Zeugnis. Fokussiere dich auf das Himmlische. In Christus erfüllt sich eines Tages jede Hoffnung. Jetzt könnt ihr wieder ein Foto machen. Das sind die letzten 9 Punkte als Tipps für dein Leben. Wisst ihr, in meinem Leben war ich oft kurz vorm Aufgeben. Kurz vorm Beenden der Pastorenschaft, kurz vorm Beenden, weil das mich einfach genervt hat, wie Leute mich verletzen. Ich gebe alles und die Leute geben dir Ohrfeigen. Und ich war kurz vorm Ende, wollte es abgeben, sage, komm, ich höre auf mit dem Quatsch. Und ich stehe vor Jesus. Und Jesus zeigt mir, Daniel, das ist meine Braut. Hier geht es nicht um dich. Das ist meine Braut. Und ich habe verstanden, die Braut ist manchmal ziemlich zickig. Die Braut verletzt. Die Braut enttäuscht. Die Braut nervt. Die Braut ist manchmal ziemlich unfair. Aber es ist Jesu Braut. Und er hat sein Blut für seine Braut vergossen. Und aus seiner Sichtweise hat er das Beste gegeben, was es gibt, nämlich sich selber, sein Blut. Ich habe verstanden, dass ich hier nicht einer Gemeinde diene oder einer Orts-, einem Verein diene oder einem Missionswerk diene. Ich diene der Braut Jesu. Als ich das verstanden habe, habe ich kapiert, diese paar Verletzungen sind ja gar nichts im Vergleich zu dem Starken, was ich habe in Christus. Jesus, das ist deine Braut. Und ich habe mich entschieden, ich werde weitermachen bis zum Ende meines Lebens. Weil es geht nicht um mich, es geht um seine Braut. Und ich möchte dich ermutigen, dass du verstehst, um wen es hier geht. Es geht um Jesus. Und leg heute alle Enttäuschungen ab. Und bekomme das Himmlische wieder, die himmlische Sichtweise. Und wenn du auf den Himmel schaust, ändert sich dein Fokus total. Wollen wir zusammen beten? Bleib mal versitzen. Jesus, wir danken dir, dass heute alle Enttäuschungen geheilt werden in Jesu Namen. Wir sprechen aus, dass jede Verletzung jetzt beerdigt wird in Jesu Namen. Wir zerschneiden diesen Geist der Enttäuschung, diesen Geist der Ablehnung, diese Verletzung und wir nehmen das Himmlische jetzt an, die Vision ganz neu und die Vision, die du gemacht hast, Jesus, und das Himmlische von diesem Perspektivenwechsel. Danke, dass wir der Braut dienen dürfen. Jesus, es geht nicht um uns, es geht um dich. Wir wollen gut und sauber mit unseren, auch mit der Täuschung umgehen, dass wir Dinge immer ablegen. Und wir wollen zu unserer Seele sprechen. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Danke, Vater, dass wir nicht mehr aus der Täuschung reagieren, sondern immer nur aus dem Glauben. Und wir wollen so, wie diese Frau bei dir war, dir geschehe, wie du willst, wollen wir im Glauben zu dir sprechen. Und wir danken dir, Jesus, dass es
dass wir bitten können, was wir wollen. Und es wird uns geschehen, wenn wir in dir bleiben und deine Worte bleiben in uns. Jesus, wir lieben dich, wir preisen dich in Jesu Namen und alle sagen Amen. Hast du was mitgenommen heute? Wunderbar. Okay. Jetzt wollen wir ein starkes Zeugnis hören und dann kommt noch eine Überraschung. Gott ist gut, alle Zeit. Was schlau ist zur Gemeinde gesagt, abgehakt. Hallo, ich bin Gabriel und das ist mein Zeugnis. Ich bin mit 12 Jahren in die Gemeinde gekommen und mit ein paar Unterbrechungen in dieser Gemeinde zu Hause. Wie bin ich zur Gemeinde gekommen? Unsere Mutter hat uns liebevoll in die Gemeinde gezwungen, aber da keine Lust hatte hinzugehen. Und es war dann oft so, dass Daniel uns da in die Gemeinde gefahren hat. Und ich dachte mir damals, wo ich ihn kennengelernt habe, wo bin ich hier gelandet? Er ist wie so ein Bankräuber immer in die Gemeinde gefahren und ich dachte mir so, Hilfe, schaffe ich es hier lebend her? Und wenn ich dann hier gewesen bin, sind irgendwelche Menschen auf den Boden gefallen und Leute haben mir Leben gegeben und ich dachte mir, oh, komme ich ja wieder lebend raus? Mittlerweile fährt er nicht mehr so. In meinem Zeugnis geht es um 2 Punkte, die die letzten 2, 3 Jahre meines Lebens bestimmt haben. Ängste, Unvergebenheit, die durch Enttäuschung in meinem Leben zustande gekommen sind. Ich habe die letzten Jahre viele Enttäuschungen erleben müssen und mich zum Teil in Ängsten verloren. Ängste, die zustande gekommen sind, durch Umstände wie den Job zu verlieren, finanzielle Nöte, Enttäuschungen von unterschiedlichsten Personen, der Tod meines Opas, meines ehemaligen Pastors oder eine Person während meiner Arbeit oder eines Autounfalls. Diese Enttäuschungen haben dazu geführt, dass mein Herz hart wurde und ich angefangen habe, in Unvergebenheit zu leben, ohne selbst zu merken. Durch diese Enttäuschung hat ein stiller Prozess in meinem Leben stattgefunden, durch die ich immer mehr distanziert habe von allen, aber vor allem von Gott. Was dazu geführt hat, dass es mir immer schwerer gefallen ist, im Lobpreis voll in die Tiefe zu gehen oder auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören und die Umstände in meinem Leben mir über den Kopf gewachsen sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du anfängst, das Gebet aus deinem Leben zu nehmen, du automatisch anfängst, die Sünde in deinem Leben zu akzeptieren und in der geistlichen Welt den freien Raum gibst, in dein Leben Schlechtes zu wirken. Ich denke, dass Enttäuschungen, Nöte, Sorgen, Umstände sind, die in deinem Leben der automatische Ruf Gottes nach dir sind und dir die Chance geben will, daran zu wachsen im Glauben. Er liebt dich. Ich habe die Erfahrung machen dürfen in meinem eigenen Leben, dass Umstände nur Zustände in deinem Leben sind und deine Identität in Gott liegt. Es liegt aber an dir selbst, diese zu ändern mit Gott. Vor ein paar Wochen bin ich auf dem Weg zum Herrlichkeitsabend gewesen, als der Heilige Geist mir einen Eindruck gegeben hat. Ich sah einen Tunnel, um den Flammen herum gewesen sind und darüber die Herrlichkeit Gottes. Als ich später im Gottesdienst Gott angebeten habe, hat mich Daniel nach vorne geholt und über einen Tunnel gesprochen, in dem ich als erstes durchlaufen soll. Ich habe mir erst dabei nichts gedacht, außer warum ich schon wieder und nicht jemand anders. Aber als ich durchgelaufen bin, habe ich um mich herum Dämonen